Die letzten 2, 3 Wochen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt auf der Schanze. Da hat es nicht so ganz zusammengepasst. Deswegen war ich natürlich froh, dass ich heute jetzt pünktlich zum Wettkampf 2 gute Sprünge zeigen konnte. Und denke, mit dem 2. Platz kann ich da schon sehr zufrieden sein. Ja, wir werden am Mittwoch ja nochmal trainieren und die guten Bedingungen einfach ausnutzen. Und auch die Eisspur, weil es natürlich ziemlich ähnlich ist wie im Winter auch. Und da danach werden wir nochmal eine Woche Sonne gehen nach Zypern und ja einfach den Kopf nochmal frei kriegen, weil der Winter wird dann nachher lang genug. Und da haben wir die letzten Jahre gute Erfahrung gemacht, dass das vor dem Winter einfach nochmal eine gute Sache war. Wir trainieren relativ oft hier, ja. Richtige Heimschanze nicht. Also ich trainiere normal in Hinterzarten oder in der Nähe von Bad Endorf, dort ein Stützpunkt bei der Bundespolizei. Aber es ist natürlich oft in Oberstdorf, weil ja die Trainer von hier kommen und wir natürlich auch hier super, super Bedingungen immer haben. Ja, Alille haben wir, gefällt mir immer ganz gut. Und ja, es gibt natürlich viele Schanzen, da hatten wir irgendwie gute Erinnerungen, da springt man dann natürlich ziemlich gern. Aber ja, wenn die Form passt, dann springt man eigentlich auf allen Schanzen gut daher. So richtige Lieblingsschanze, ist das schwierig zu sagen. Ja, man macht sich natürlich schon vor der Saison Gedanken und setzt sich so ein paar Zwischenziele. Und ja, dieses Jahr natürlich mit Olympia haben wir ein Highlight. Da will natürlich auch jeder dabei sein, weil es doch irgendwie so ein bisschen Kindheitstraum, denke ich, von jedem Sportler ist, dass man mal bei Olympia mit dabei war und dort die Atmosphäre einfach genießen kann. Ja, jetzt heißt natürlich erstmal, dass man gut in den Weltcup reinkommt. In Lille haben wir beim Auftakt und hoffentlich möglichst früh die Quali perfekt machen kann. Und dann steht aber natürlich als großes Hauptziel dieses Jahr Olympia auf dem Programm. Ziemlich viel. Also ich denke, wir sind wirklich ein starkes Team. Das macht es natürlich auch für uns ein Stück weit einfacher, weil man immer eine gute Orientierung hat, weil eine von uns meistens ganz vorne mitspringen kann und ja, man sich da immer wieder im Training vergleichen und messen kann und dann weiß, wo man steht und verstehen uns alle ziemlich gut und können uns gegenseitig immer wieder pushen und ja, es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß und ich denke, dass wir da einfach ein richtig starkes Team haben und an der Breite gut aufgestellt sind und freuen uns jetzt natürlich auch darauf, dass wir ein Viererteam im Weltcup mit dabei haben und denke, dass wir da auch ziemlich gute Chancen haben. Ja genau, ich war dabei, wir haben die Schanze schon mal angeschaut, wir waren alle sehr positiv überrascht, es war wirklich eine tolle Anlage, die sie dorthin gebaut haben und die Schanze lag mir ziemlich gut, bin ich gut zurechtgekommen, deshalb freue ich mich natürlich drauf und hoffe, dass ich da im Winter wieder mit dabei sein kann. Ja, 2014 war ich schon knapp davor, habe mich dann aber leider verletzt und die Olympischen Spiele dann in der Reha angeschaut. Da habe ich mir dann schon das Ziel gesetzt, dass ich natürlich 2018 dabei sein möchte und ja, ich denke, dieses Jahr bin ich wieder auf einem guten Weg und hofft, dass der Plan aufgeht und dass ich dann mit nach Pyeongchang fliege. Ja, das auf jeden Fall. Also wir würden uns natürlich wünschen, dass wir die Großschanze irgendwann viel öfter im Programm drin haben und dass sich auch das Viererteam oder das Mixteam einfach am Weltcup-Kalender noch mehr etabliert und natürlich dann auch olympisch wird. Schade, wenn man natürlich hinfährt und dann nur eine Chance auf der Kleinschanze hat. Das wäre natürlich schon super Sache, wenn wir da einfach nochmal 2, 3 Wettkämpfe mehr hätten. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre dann irgendwann kommen. Jetzt haben wir dieses Jahr schon mal erreicht, dass wir das Viererteam im Weltcup dabei haben und auch bei der WM in Seefeld 2019 im Team starten können. Und es wird noch eine Zeit brauchen, aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Kurz vor Weihnachten in Hinterzarten findet die Premiere fürs Viererteam statt. Ja, das ist die letzten Jahre natürlich viel
viel investiert und immer dafür gekämpft, dass wir einfach noch mehr Weltcup-Springen haben und noch mehr Chancen kriegen. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall einen großen Schritt vorangekommen sind. Und da braucht man eben auch die Trainer, die dahinter stehen und immer wieder diese Anträge schreiben und bei den ganzen Sitzungen Druck machen, dass sich da einfach was entwickelt. Und ich denke, da sind wir auch wirklich auf einem guten Weg. Und da wird da die nächsten Jahre dann da einiges vorangehen. Gerade 2021 findet die WM ja hier in Oberstdorf statt. Und da kriegt man dann schon mit im Hintergrund, was auch der Andreas Bauer immer wieder versucht, da noch mit das Programm reinzukriegen und setzt sich da schon sehr für uns ein und stellt sich ja immer vor uns. Kann man schon froh sein, dass wir da so jemanden an der Seite haben.